Und damit herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV Simulation mit mir, dem Dennis, Co-Moderator hier und mit einer neuen Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator auf der Karte Winsenburg 2015. Ja, wie ihr seht, heute mit einem neueren Bus und zwar dem C2 BRT, also auf dem C2 Bus der BRT Familie, Stadt, BRT Stadtbusfamilie, genau. Sprachenlernen Bubble. Der BRT-Karte. Wir haben hier gerade gesehen, da fährt ein Bus wahrscheinlich jetzt zu seinem Feierabend oder nach Gardelegen direkt. Anscheinend fährt er direkt nach Gardelegen, okay. Ja, wir haben hier noch Pause am Zoologischen Garten und werden heute die restlichen Studenten, die noch in ihrer Abendschule waren, nach Hause fahren und fahren aber auch in Richtung Hauptbahnhof. Heißt, wenn wir hier irgendwo hinreisen wollen oder auch zurückreisen wollen, haben sie jetzt die Möglichkeit dazu, mit diesem letzten Bus dies zu tun. Ja, unser Fahrplan besteht heute aus nicht allzu vielen Haltestellen, aber ich denke mal doch, das wird recht anspruchsvoll. Ja, großartig zu sagen habe ich jetzt nichts weiter, aber wir können jetzt erstmal die Lichter einschalten. Ich würde sagen, helles Licht machen wir. Ja, Abblendlicht sollten wir natürlich einschalten. Und ich würde sagen, jetzt starten wir auch schon den Motor, denn in einer Minute ist Abfahrt. Gang rein. Und dann entsperren wir einmal die Kasse. Brauche immer ein bisschen. So, machen wir hier den Code rein. Und da sehen wir auch schon freigeschaltet, in 30 Sekunden sollen wir abfahren. Gut, Haltestellenbremse raus und ab geht die wilde Fahrt zur ersten Haltestelle. So. Sagt niemand was? Alle sehr schweigsam. Ah, sie redet. Gut. Ich würde sagen, dann auch direkt weiter. So. Und rechts rein. Die Karte sagt das ja. So, wir haben die Ampel im Blick. Dann geht das doch ganz gut klar. Ja, zum C2 BRT braucht man ja nicht viel zu sagen, da hat der Bio ja schon viel dazu gesagt. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin heute mit einem C2 gefahren und die Ähnlichkeit ist schon wirklich da. Also, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu weit aus, habe da ein bisschen zu weit ausgeholt. Schaffen wir das noch? Oh, ganz knapp. Zum Glück ist sie überall rot, wenn wir fahren. Auf jeden Fall ist die Ähnlichkeit schon da. Wie man weiß, sind ja hier auch eigentlich die Döringstraße. Ja, genau, ich war toll. Sind ja hier diese Abbiegekameras oder Rückfahrkameras in dem Fall anstatt der Außenspiegel. Allerdings sind bei den Originalen natürlich nicht Rückspiegel vorhanden. Ja, gut, die Kasse auch sehr. Wie soll man sagen, auch sehr ähnlich gemacht. Wie sie natürlich von der ganzen Funktion her funktioniert, weiß ich nicht, denn ich bin selber so einen Bus noch nie gefahren oder durfte so eine Kasse noch nie bedienen. Was ich aber sehr interessant finde, das habe ich letztens herausgefunden, das habt ihr gerade gesehen, dass jemand hier auch die Möglichkeit hat, auf Pause zu gehen. Das finde ich schon sehr realistisch. Der Nachteil hingegen dort ist, dass man das Problem hat, dass in echt das so ist, dass Pause und Break da steht. Also einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ich habe keinen schlechten Fastidio. Was habt ihr denn immer gegen mich? Manchmal, die benehmen sich auch manchmal, als wenn ich hier durchschaukeln lassen würde. Ebenfelder Straße. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, der Bus ist schon sehr gut ausgereift. Muss aber natürlich noch ein bisschen was gemacht werden und ich freue mich auf jeden Fall auch schon, wenn die C2 Stadtbusfamilie rauskommt, wo wir dann auch den Gelenkbus endlich sehen werden. Und wie soll ich sagen, ich freue mich einfach dann auch wirklich mit diesen Bussen hier fahren zu können. Denn ich bin nun mal auch Berliner und man freut sich natürlich dann mit seinen Bussen auch fahren zu können und dann gegebenenfalls die auch wirklich realgetreu fahren zu dürfen. Klar, jetzt fahren wir nicht auf Berlin, aber
Trotzdem ist das Modell gleich. Wir haben halt nur das Repaint anders. Trotzdem finde ich das Repaint von Winsenburg tatsächlich sehr schön. Schön finde ich auch. Man sieht hier auch keinerlei Zeichen von der BVG. Das heißt, man kann es auch wirklich überall fahren. Ohne dass man jetzt denkt, oh, der Bus ist von der BVG. Kann man natürlich nachträglich einbauen, muss man aber meiner Meinung nach nicht. Also ich habe es nicht nötig. Für mich passt es so, wie es ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier am besten hinkomme. Ich habe irgendwie Angst, dass ich ein Eck. Habe ich einen Krankenwagen? Ich habe einen Krankenwagen, oder? Habe ich einen Krankenwagen hinter mir? Doch, ich glaube schon, oder? Boah, ist halt, das ist ja eng hier. Ah, guck mal, da meckern sie wieder nicht. Das soll mir mal eher erklären, warum die da meckern und da nicht. So. Fährst du vorbei oder nicht? Echt dein Ernst? Einfach nur. Wirklich jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Komm, lassen wir ihn vorbei. Skaraliplatz. Hä? Moment. Der ärgert mich doch. Der ärgert mich doch! Also entweder verfolgt er mich oder er ärgert mich. Ich habe keine Ahnung. Hä? Oh Mann, ich kapier's halt echt nicht. Was ist jetzt? Willst du jetzt hier vorbei oder nicht? Und will mal jemand ein Ticket? Anscheinend nicht. Ja, super. So viel dazu. Ja. Ich bin froh, wenn ich die hier endlich los bin. Ich habe jetzt nämlich endlich rausgefunden, wie man die wegkriegt. Ich hoffe, das funktioniert auch so, wie es will. Und dass ich die Karte kaputt mache. Diekenbockstraße. Denn das geht einem schon echt auf die Nerven, wenn die hier rumfahren. Das muss nicht sein. So. Da hat der Entwickler der Karte einfach mal... Warum darf der über Rot fahren? Oder frage ich mich mal anders, warum fährt der über Rot? Oh Mann, das kapiere ich jetzt aber mal gar nicht. So, hier läuft noch alles. Ja. Sind eine Minute zu spät. Das geht aber noch klar. Das ist noch in Ordnung. In Berliner Zeit ist das sogar noch zu früh. Ja, nee, ohne Witz. Also meine Berliner Busse. Standardsache ist immer 2 Minuten drauf rechnen. Also wenn man auf den Bus wartet, rechne immer 2 Minuten drauf, damit kannst du immer von ausgehen. Klar, dass es nicht immer, also dass manchmal auch anders sein kann, ist auch möglich. Aber das ist eine schöne Faustregel, würde ich sagen. Und weiter. Ach, schön, jetzt geht die Ampel rot. Super, super Timing. Also wirklich. Sonst irgendwas Interessantes hier? Ja, 104 nach Winsenburg Hauptbahnhof. Ja. Ja, Innenraum ist natürlich auch schön eingerichtet, finde ich. Auch hier mit den Anzeigen. Hier, okay. Hier sieht man doch noch ein Berliner Merkmal, und zwar den Fahrscheindrucker, aber das kann man verschmerzen. Sonst finde ich das eigentlich alles recht gut gemacht. Grün. Ja, man vergisst immer die Zeit, wenn man so viel erzählt. So. Ganz entspannt erstmal rumfahren. Niederauer Platz. Ruckel, ruckel, ruckel. Da hat die Karte nachgeladen. Wohin geht's als nächstes? Niederauer Platz oder was habe ich jetzt gehört? Achso, hier bin ich ja komplett falsch. So. Universität und Landgericht. Landgericht. wenn jetzt jemand nicht weiß, warum ich das so gesagt habe, dann sollte er unbedingt den Schwebebahn-Simulator 2013 spielen, denn da wird das wirklich so ausgesprochen. Die Ansagenstimme ist ja wirklich erste Sahne, die die da genommen haben. Also, sowas habe ich noch nie gehört. Noch ein Krankenwagen.
Okay, da ist niemand, der mich behindert. Was? Habt ihr jetzt verstanden, warum die jetzt gesagt haben, dass ich scheiße fahre? Ich bin ganz normal gefahren. Ich verstehe nicht, warum die irgendwie immer was zu nörgeln haben. Wenn ihr wisst, warum die jetzt genörgelt haben, dann erzählt mir mal. Schreibt es unten in die Kommentare. Guten Tag. Hallo. Hallo. Endlich will mal jemand einen Fahrschein. Was willst du normalen? Okay. 3,40 kriegst du 1,60 wieder. Einen normalen Fahrschein bitte. Jo. Sonst niemand? Okay. So. Weiter geht's. Zum Theatersaal. Theatersaal. Da holen wir mal die schönen Leute ab, die jetzt schön im Theater waren. Hoffen wir mal, dass sie das auch heil anbringen. Wahrscheinlich wollen sie alle zum Hauptbahnhof oder die meisten zumindest. Und wenn wir darauf anfangen, wo sie weit angereist sind. Und dann geht es auch gleich zur Uni und da können wir dann auch gleich die Studenten abholen, die noch in der Abendschule waren. Ich weiß gar nicht, ist das hier ein Parkhaus? Es könnte ein Parkhaus sein. Also ein Parkplatz hier und dann nochmal darunter ein Parkhaus. Das könnte sehr gut sein. Ich höre doch schon wieder was Blaues. Also was Rotes mit blauen blinkenden Lichtern. Ja, hinter mir. Seufzt. Biegt hier bitte rechts ab. Ich bin ein Bus. Ich habe das Recht, hier zu stehen und die Fahrgäste einzusammeln. So, wo ist er? Okay, da hinten fährt er lang. Kurzstrecke kriegst du. 2,70 kriegt er 2,30 wieder. Okay. Warte, 2,70. 1,30. Hä? Ich bin noch auf 50 Cent. Ah nee, das war 2 U. Ich dachte, ich bin auf 50 Cent gekommen. Oh Mann. Ich habe schon 3 Minuten Verspätung. Das gefällt mir ja nicht. Ah, warum ist das eigentlich da oben an? Ich will das aushaben. So, weiter im Text. Ich dachte gerade, hier war noch ein Auto neben mir. So. Landgericht, Alheimer Straße. Ah. Jetzt müssen wir ein bisschen reinhauen. Nicht, dass wir hier noch mehr Verspätung kriegen. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, es geht noch. Geht noch. Da war noch in Ordnung. So, langsam abbremsen. Und zum Stehen kommen und die Leute reinlassen. Hallo. Hallo. Sollte vielleicht das Geld einsammeln. Nicht, ob mir das jemand klaut. Nee. Diebespack hier. Ich denke mal, das war's. Also schnell weiter im Text. Da kommt schon der nächste. Ist doch nervig, wenn die hier die ganze Zeit mit einem neben mir herkommen. Universität. Vor allem, dann bremsen sie ab, weil sie Angst haben, weil ich rüberfahren könnte. Dann fahrt nach ganz links, bitte. Geht doch. Hello there. So. Und da war ein Blitzer. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn drauf? Hä? Ich hatte aber nicht viel mehr drauf. Ich hatte nicht viel mehr drauf. Das kann man mir nicht erzählen, dass ich übelst viel drauf hatte. Definitiv nein. Jetzt geht's zur Universität, da können wir dann wohl die Studenten abholen. Den Blitzer, das Blitzerfoto wird man mir schon verzeihen können, denke ich mal. Ähm.
Hallo, Ampel. Ich habe schon 2 Minuten, ich schon 3 Minuten Verspätung. Darf ich bitte? Darf ich? Ja, danke. So, schnell ab zur Uni. Dort schnell die Leute einsammeln, wenn überhaupt da welche sind. Ich hoffe mal schon. Das ist nämlich hier umsonst gewesen. Aber ich denke mal schon, dass da welche sein können. Wir wollen sogar welche aussteigen. Was macht ihr denn hier? Die Nachtschicht übernehmen oder was? Oder vielleicht wollen sie an geheimen Experimenten forschen, die die Welt verändern könnten. Bin ich jetzt zu hart abgebremst? Ich bin ganz leicht auf dem Pedal gewesen. Ich bin doch nicht zu hart abgebremst. Gut. Da sind die ganzen Studenten. Guck mal, sogar ganz kleine sind hier dabei. So ganz große Hochbegabte. Ganz große Hochbegabte, die kleinen sind ja genau. Kopf einschalten, bevor man redet. So. 3 Minuten zu spät, ey. Das ist doch nicht normal. Da müssen wir jetzt hier richtig reinhauen. Trotzdem muss ich mich natürlich versuchen, so weit wie möglich die Straßenverkehrsregeln zu halten. Zum Beispiel hier beim Stoppschild. Stopp an der Sichtlinie. Da kommt nichts. Da kommt nichts, also weiter. So. Dann schnell runter zum Bramesfeld. So. Lassen wir den armen Fahrgast mal rein. Und die anderen raus. Seid ihr hinten auch fertig? Sehr gut. Oh, oh, ich hab den schon bei mir drinnen gesehen, ey. Ich dachte schon, ey. Mein Gott, Freundchen, du musst doch mal gucken. Mühlenbeerenstraße. Super. Gut. Ja, Blitzerfoto habe ich immer noch nicht verstanden. Das werde ich dann wahrscheinlich sehen. Vielleicht war da auch ja 30, keine Ahnung. Ist auch super zu sagen, keine Ahnung, ob da 30 war, weil man ja eigentlich auf die Verkehrsschilder achtet. Ja. Jetzt habe ich jetzt immer noch 3 Minuten. Das wird nicht weniger. Schönen guten Tag. So, schnell weiter. Schnell, schnell, schnell weiter. Ey, ich wurde eigentlich nur von den Ampeln behindert. Und sonst eigentlich gar nicht. Also durch die Ampeln habe ich jetzt hier 3 Minuten Verspätung. Muss man hier wirklich früher losfahren, damit man pünktlich bleibt? Das ist doch nicht normal. Dillenburg. Das ist auch gar nicht mehr weit, ne? Wenn wir schon in Dillenburg sind. So weit ist das dann gar nicht mehr. Oh, ich dachte gerade, ich bin im Auto drin. Durch den Ruckler. Aber alle gut. So. Ist auch schön ruhig hier im Bus. Keiner beschwert sich. Dann können wir jetzt hier ganz in Ruhe nach links abbiegen. Vorausgesetzt, die Ampel lässt uns. Oh, so ein Blinker, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier bin ich froh, dass man ihn hört. In meinem Auto, also mein Privatauto, man hört den Blinker einfach nicht. Also wirklich, du stehst an der Ampel, du weißt halt nicht, ob der Blinker an ist. Also inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, da kann ich das gut unterscheiden. Aber wenn du jetzt laut Musik hörst als Beispiel, du hörst ihn nicht und wenn es wirklich richtig hell ist, dann siehst du auch nicht, was da abgeht. Aber du weißt nicht, ob er an ist oder nicht oder was weiß ich. Das weißt du halt einfach nicht. 3,18, ey. Kann das noch mal ein bisschen weniger werden, bitte? So. Alle Busse zum Hauptbahnhof! Oh, hinter mir ist sogar einer. Vielleicht sehen wir ihn gleich nochmal. Postamt. Postamt! Ah, das war ja wirklich gleich da. It was at this moment that he knew he f***ed up.
Leute, nicht zu ungut, aber der Blitzer sind doch hier viel zu empfindlich eingestellt. Jetzt seid doch mal ehrlich, also für die Autofahrer unter uns oder auch Busfahrer unter uns. Wenn ihr 55 in der Stadt fahrt, dann werdet ihr nicht geblitzt. Ich weiß es selber, ich bin mit 55 an so einem Rundumblitzer vorbeigefahren und der hat mich nicht geblitzt. Die blitzen erst so ab 58, 59, wegen dieser Toleranz. Also, wirklich, ich bin mit 55 schon vorbeigefahren und du kannst mir zählen, was du willst. Selbst mit Toleranzabzug wäre das schon mehr gewesen. Also, ich bin mir gar nicht so sicher, aber es war auf jeden Fall ein bisschen mehr als 55 wahrscheinlich. Und trotzdem ist der nicht ausgelöst. Und hier löst er bei 55 km/h auf. Diese mein Gott, Fahrt das kann doch passieren, dass man mal ein bisschen schneller ist. Mein Gott, 5 km/h, das ist... Gut, es kann Überleben und Tod ausmachen, klar, aber trotzdem. Also da kann man sich, da rege ich mich jetzt wirklich wieder drüber auf. Oh, was war das denn jetzt? Ist ja eine Ruckelparty los, ey. Könnt ihr mal aufhören zu ruckeln? Hilfe, ey. Das war ja gerade was. Das hört auch nicht wirklich auf. Ich hoffe, das wird gleich weniger. So, Hauptbahnhof, nächste Haltestelle, Endhaltestelle. Alle raus hier! Wenn auch mit 3 Minuten Verspätung, das geht aber schon klar. 3 Minuten, das ist okay. Betriebsfahrt. Mensch, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich sag gar nichts mehr dazu. Ist mir einfach leid, da noch irgendwas gegen zu sagen. So, Hauptbahnhof. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? Da rein nicht, das ist falsch rum, also hier rein. Lassen wir so mal hier so in der Nähe von da. Vom Unterstand raus, dann passt das schon. So. Ja, zu früh. Ich bin sogar zu früh abgefahren. Ach so. Ja, okay. Ich bin zu früh von der Dingsbums-Haltestelle abgefahren, aber sei doch mal ehrlich, aber nee. Ei, das war ja wieder was. Raus hier. Warum lauft ihr über die Straße? Das ist absolut verboten. Absolut verboten. Oh, warum habe ich Betriebsfahrt? Weil der Fahrplan es so sagt. Soll zum Depot. Genau, da werde ich jetzt auch hinfahren, aber ohne euch. Und ich würde dann mal sagen, bis dann. War eine schöne Fahrt mit euch. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren. Auch gerne negativ. Ist gerne gesehen und Kritiken bringen einen nicht um, aber bitte seid, wie soll man so schön sagen, nicht asozial. Also schreibt nicht asozial oder irgendwelche Schimpfwörter. Sowas wird hier ungern gesehen und versucht auch respektvoll zu sein. Das sehe ich in letzter Zeit sehr oft, dass viele respektlos sind. Aber nichtsdestotrotz, schöne Fahrt und auch mit euch freue ich mich immer wieder, wieder in den Bus einzusteigen und mit euch zu fahren. Bis zum nächsten Mal, euer Dennis, hier Co-Moderator von ÖPNV-Simulation.